relativ Slowbo-lastig ist. Sehen wir auf jeden Fall, der Shen, der wird fleißig weiter draußen gehalten. Vollkommen okay. Ich bin gespannt, ob man jetzt wieder den Vladimir von Temp band oder ob man jetzt einfach Faker wirklich mit diesem Vladimir handeln lässt. Ist natürlich auch eine Frage, ob ESC jetzt wieder Anivia offen lässt oder nicht. Wenn Anivia offen bleibt, dann wird SGT sicherlich nicht Vladimir bannen. Aber der letzte Bann, der geht ja im Endeffekt an ESC. Sie sollten jetzt noch nicht Anivia bannen. Jetzt haben sie noch einen Bann frei. Damit setzen sie SGT natürlich unter Druck. Der Asi wird gebannt, ist vollkommen okay, kann ich nachvollziehen. Faker hat eine sehr, sehr solide Performance gehabt. Jetzt ist die Frage, bannen sie den Vladimir oder bannen sie ihn nicht? Wenn sie nicht bannen, dann wird mit Sicherheit aber ein Anivia-Bann von ESC kommen. Man überlebt noch viel. Wenn der Anivia-Bann nicht kommt, dann kann ich schon fast predikten, dass dort in der Mitte dieses Vladimir-Anivia-Matchup zu sehen sein wird. Ja, Vladimir-Bann kommt. Damit kann man Anivia auch offen lassen. Jetzt hat ESC noch die Möglichkeit, irgendwas anderes zu bannen. Weiß nehmen sie noch raus, klar. Super wichtig. Ermöglicht jetzt SKT entweder für den Rexide First zu gehen oder sie überlegen sich halt selber, ob sie im Comfort Pick haben wollen. Vielleicht sagen sie auch wieder, ja, Duke, Irelia, Top Lane, hat super funktioniert, machen wir nochmal. Aber ich würde Irelia trotzdem nicht First picken. Interessante Art und Weise finde ich, ist Malphite gerade ziemlich unbeachtet. Ich meine, klar, Profispieler sollten in der Lage sein, diese Malphite Ultimate zu flashen, aber Malphite funktioniert in der Meta gerade ziemlich gut. Du hast viele immobile Carries, du hast sehr, sehr viele Hard Engage, du hast teilweise sogar Poke-Matchups mit dabei. Du hast gegen Irelia zum Beispiel, also ich rede jetzt spezifisch von diesem Irelia-Matchup, du hast gegen Irelia mit Malphite ziemlich gute Chancen, du wirst das Late-Game auch nicht gewinnen gegen Irelia, um Gottes Willen, ja, das gelte ich trotzdem, aber du kannst mit Malphite sehr lange dagegen halten und hast halt später immer die Engage-Möglichkeit gegen die Split-Push-Möglichkeit von Irelia. Deshalb wundert es mich, dass man momentan gegen Irelia noch nicht einmal auf diesen Malphite gekommen ist. Der ist nicht schlecht. Dann haben wir halt hier ganz kurz den Twisted Fate, solltet ihr mal ganz sicher nicht First picken. Sylvie Gragas, vollkommen okay. Man merkt auch, ne, Rek'Sai ist nicht so das Ding von ESC. Sie gehen da mehr in Richtung Gragas. Blass ist nicht der Typ, der gerne Rek'Sai spielt. Bangi dafür umso mehr. Ich bin gespannt. Es ist ja wieder die Wahl, ob er jetzt auf Elise oder auf Rek'Sai geht. Ich persönlich mag Rek'Sai mehr. Ich fand, Elise hatte jetzt auch nicht den größten Impact eben. Gerade im Early, ne, wenn sie in diese 2v2-Situation reingegangen sind, war es sogar ganz schön riskant drauf, mit Elise zu handeln. Ich denke sogar, dass die Karma diesmal in die Mitte gehen wird. Faker ist ja für seine Karma bekannt. Wenn man jetzt schon die Sylvie zeigen, die Irelia zeigen, das wäre ein bisschen früh. Meine Ezreal war ja okay. Ezreal ist auf der Lane gegen Sylvie sehr, sehr sicher aufgestellt und ist im Late Game da auch mit sehr, sehr viel Distanz gesegnet. Also er freut sich auf jeden Fall in diesem Matchup gerade. Vor allen Dingen ist Ezreal auch ein sicherer AD Carry gegenüber von einem Gragas. Gragas würde ich mit der Flash-Dash-Kombo nicht treffen. Naja, okay. Wenn du wirklich pennst, dann kann er das treffen, das ist richtig. Und wir haben im letzten Game auch gesehen, dass Duke und Faker da auch einmal gepennt haben, einfach zu flashen. Was sollte nicht so möglich sein. Trundle ist noch offen. Trundle eine gute Möglichkeit gegen Irelia auf jeden Fall. Einer der wenigen Picks, der da mithalten kann. Nami wäre auch eine Möglichkeit. Dann musst du dir aber überlegen, was du für die Mitte nehmen möchtest. Dann bräuchtest du einen guten Engager für die Midlane. Zumindest einen, der viel Burst mitbringt. Victor wäre eine Möglichkeit, die du hier wählen könntest. Würde mir persönlich ganz gut gefallen. Und du halt ein Follow-up auf diese Nami-Wave hast. Auf der anderen Seite könntest du dich jetzt natürlich noch für eine Braum-Lane entscheiden. Ezreal Braum macht sich eigentlich relativ gut. Du hast zum anderen natürlich auch noch eine Möglichkeit, immer diese Sylvie-Ultimate mit rauszublocken. Und mit dem Ezreal kannst du auch sehr, sehr schnell diesen Braums dann durchtriggern. Das Lucian geht natürlich am schnellsten, aber mit Ezreal bist du auch in der Lage, mit EQ und dem Auto-Take halt auch sofort dieses dann auszulösen. Und mit Soraka gegen Nami wäre ich vorsichtig. Soraka ist gegen Nami immer, oder läuft immer Gefahr, gecatcht zu werden. Da kommt einfach mal eine große Distanz, die Welle. Dann kommt der Gank in dem Augenblick, da kannst du auch so viele Heilung zur Verfügung haben. Wenn du von einer Welle erwischt wirst, dann bist du als Soraka meistens tot. Finde ich sehr riskant, sie hier mitzunehmen. Die Elise noch gehabert. Aber wenn ihr Support nimmt, nimmt Braum mit. Ich denke, Braum wäre so ziemlich die beste Möglichkeit. Plus, Braum ist nicht nur gut gegen Nami Rave, sondern auch noch gegen das Gragas Barrel, ne? Wenn das Gragas Barrel geschmissen wird, explodiert das immer direkt im Braum-Shield, egal wo du es hinschmeißt. Wenn es am Braum-Shield vorbeifliegen würde oder rüberfliegen würde, würde es immer am Braum-Shield explodieren und Braum wird nach hinten geworfen. Der kann nicht geinsekt werden. Oh, man entscheidet sich für die Soraka. Mir gefällt die Comp, ehrlich gesagt, von SKT gerade nicht so unbedingt. Ich meine, für Irelia ist es eine Spitzenkomposition. Irelia wird quasi, der Hyper-Carry wird von Faker da komplett durchgebufft. Die Frage ist, ob Duke in der Lage ist, das Game alleine auf Irelia zu carryen. Später hast du natürlich auch noch Bangi, der sehr, sehr sicher unterwegs ist. Es ist halt so ein Mischmasch aus Poke und wir gehen all in mit Irelia. Und versuchen dann jemanden zu catchen.
und einer gewissen Sicherheit über Soraka hinten. Also sie ist nicht schlecht, aber ich denke, da wäre auch noch mehr Potenzial drin gewesen. Auf der anderen Seite geht man jetzt hier noch in Richtung Varus. Das sollte mich aber ehrlich gesagt wundern. Varus gegen Irelia, Karma. Es gibt genug Champions, die auch in der Karma in der Midlane gefährlich werden können. Aber an Varus würde ich jetzt nicht unbedingt dazu zählen. Ich kann halt den ständigen Poke wegschielen. Shields sind so unheimlich gut gegen Poke. Vor allen Dingen bist du damit so super AD-lastig. Und nur ein Gragas jetzt als AP-Faktor zu haben, würde nicht reichen. Irelia würde damit im Late-Game komplett ausrasten. Der Varus wird eingeloggt. Das halte ich ehrlich gesagt nicht für clever. Ich meine, klar, Varus ist jetzt nicht super bad oder so gegen Karma in der Lane. Aber Varus kann sie auch nicht wirklich stompen. Jetzt ist natürlich so fragwürdig, ob Faker nicht lieber doch die Läuterung mitnehmen sollte. Läuterung! Oh, er will halt unbedingt das TP mitnehmen. Aber die Läuterung ist gegen Varus so wichtig, sonst wird er gankanfällig. Faker kennt das Spielchen eigentlich. Der hat nämlich genau dasselbe Matchup schon mal gehabt. Da haben sie zwar gewonnen im Endeffekt, aber Faker ist irgendwie 0-3 oder so von der Lane gegangen, weil er jedes Mal durch einen Gank gestorben ist, wenn die Varus Ultimate kam. Aber hier entscheidet er sich jetzt dafür, auf jeden Fall mit TP da reinzugehen. Dann ist natürlich TP Advantage gegeben. Du verlierst die Lane ein bisschen mehr dadurch und hast dafür einen globalen Vorteil, was man theoretisch machen kann, wenn du diesen Vorteil hergeben möchtest, aber es ist halt doch ein gewisses Risiko. All in all muss ich sagen, finde ich jetzt SKT nicht brillant aufgestellt, aber ich finde ihre Komposition doch ein bisschen besser. Dadurch, dass du jetzt bei ESC so AD-lastig bist, Irelia, wenn die ein bisschen in Rüstung baut, dann wird die im Late Game komplett ausrasten. Wer soll die noch aufhalten? Die wird einfach von Karma durchgeschiedet, durchgeboostet mit Movement Speed. Hat Soraka noch dahinter, die kriegst du nicht mehr tot. Die wird einfach über Varus und über Loken, wird Irelia rüber marschieren, als ob es nichts wäre. Und Blaze hat halt bei weitem nicht genug AP-Schaden, um das Ganze auszugleichen. Das letzte Game und wieder ein Infernal Drake. Also wirklich, ich verstehe diese koreanischen Drachen nicht. In den ersten beiden Tagen, da kommen nur Cloud und Ocean Drakes und in den nächsten beiden Tagen kommen nur Infernal und Erddrachen. Anstatt mal eine gesunde Mischung zu schaffen, nee. Immer komplett einseitig. Naja, nicht ganz. Wir hatten ja auch heute auch einen Cloud Drake dabei. Ganz so ist es ja nicht. Aber ganz schön krass, weil der Infernal Drake, der ist wichtig und vor allen Dingen auch wichtig für den Laneswap. Du musst immer überlegen bei einem Laneswap, wenn du da reingehst, dass eventuell der Drache nicht weggeht. Und ihr seht auch, beide Botlanes sind sofort auch auf die Botlane unterwegs. Weil die wollen natürlich nicht unbedingt für den Lane-Swap gehen, sondern wollen die Drachenkontrolle behalten. Gerade wenn es wieder ein infernaler Drache ist. Auf der Top-Lane, das Matchup ist even. Auch auf der Botlane, glaube ich, nimmt sich nicht so viel. Ezreal hat da ein bisschen Poke zur Verfügung, hat aber eine Soraka dahinter, die ihn jederzeit hochheilen kann. Auf der anderen Seite hast du halt auch eine gewisse Form von Poke, auch über diese Bumerang-Klinge. Und über Nami natürlich vorhanden. Und auch da hast du eine Heilung. Also im reinen 2v2, glaube ich, werden da so schnell keine Kills fallen. Man müsste halt viel Risiko eingehen und müsste all-in kämpfen, damit eventuell ein Kill entsteht. Man darf auch nicht vergessen, ESC hat keinen Ignite dabei gegen die Soraka. Also auch da schwierig, einen Kill zu erzielen. Ich hoffe, dass bei Zeiten da irgendwie Morales irgendwo mit dabei ist. Die können gar kein Morales bauen. Die können halt auf Trundle später eventuell Heilungsreduktionen bauen und auf Sivir. Wenn die halt ihren Ruf des Henkers bauen. Allerdings bringt das halt nicht so viel. Tam ist natürlich auch in der Lage mit seinem E dort. Oh Gott, Wolf! Das Spielchen mit dem Face Check kennst du doch schon. Man hat sich eigentlich nicht dafür entschieden, die Bubble zu skillen, sondern den W. Soraka eigentlich sogar das schönere Ziel auf der Lane. Weil wenn du jetzt einfach bloß Bang einen Angriff nehmen würdest, würde Soraka Bang wieder hochheilen. Aber SKT, die haben es so ein bisschen mit den Face Checks heute, ne? Einfach mal rein da. Eine Menge Poke da gegen Key. Was ich gerade noch sagen wollte, Tam, der ist ja auch in der Lage mit Varus, mit seinem E-Spell, quasi diesen ungeweihten Boden zu erzeugen. Der reduziert auch Heilung, was auch so gegen Soraka gar nicht schlecht ist. Allgemein, ja, die Gegner haben ziemlich viele Heilungen. Irelia heilt sich, Bangi heilt sich mit dem kleinen Spinn auch. Faker ist in der Lage, später, wenn er den Kelch baut, alle Teammitglieder zu heilen über seine Schilder. Du hast einen Soraka, die sowieso alle heilt und du hast halt keinen Ignite dagegen. Du hast halt effektiv auch keine Möglichkeit, Morellus zu bauen, weil du einen Varus in der Mitte hast. Das ist halt nicht so die beste Voraussetzung.
Ich meine, es ist halt schön und gut, dass dieser Varus eh die Heilung reduzieren kann, aber der ist halt auch nicht so long-ranged. Und als Varus willst du halt jetzt nicht unbedingt in den Nahkampf gehen. Da hast du nämlich ein ganz, ganz großes Problem. Duke ist ja aggressiv unterwegs. Das Early sollte eigentlich besser sein für Crazy. Er ist halt alleine in der Lage, diesen Base-Damage von den Killerschen zu reduzieren. Mit jedem Q, den du triffst, reduzierst du halt den gesamten Schaden, also den Duke verursachen kann. Und kriegst selber noch welchen dazu. Das gestaltet die Trades für Irelia mal ziemlich, na, ziemlich schwierig. Vor allen Dingen, weil du als Trundle auch in der Lage bist, diesen Irelia-Stun zu überbrücken. Du kannst, während der Stun gecastet wird, dein Auto genau time und kannst sogar während der Auto durchkommt gleich dein Auto noch mit dem Q resetten. Und der Q wird dann ausgeführt, während du gestunt wirst von Irelia, was halt eine Menge Schaden wegnimmt und gleichzeitig Damage verursacht, obwohl du eigentlich gestunt bist. Oh, Bangy. Der krabbelt da auf dem Weg zum First Blood. Crazy ist sehr deep, sieht ihn jetzt, muss aufpassen. Den Kuhn, den muss er flashen. Den Pillar da nicht perfekt gesetzt. Oh, natürlich sieht man nicht, was oben passiert, weil unten ist auch Action Wolf, wird da angegangen, kriegt eine Menge Schaden. Oh, der hat gar kein Flash mehr. Ist er schon vorher geflasht? Keine Chance, da rauszukommen. Oben der Kill fällt dafür nicht. Und versucht man jetzt noch ein bisschen was für rauszubekommen. Faker ist nach unten gegangen. Aber auch hier wieder. First Blood für ESC. Die bleiben ihrem Motto heute treu. Jedes First Blood in jedem Game ging an ESC. Die Frage ist, was machen sie diesmal draus? Ich hätte gerne gesehen, wie Crazy da oben rausgekommen ist. Im Endeffekt ist er geflasht. Bengi hat der Flash nicht benutzt. Ist auch da, der Gank war nicht schlecht. Aber Soraka darf unten halt nicht so aggressiv stehen. Ne, Wolf hat das Ganze gerade richtig aggressiv unten runter gespielt. Hat versucht mit jedem Sternring, ich weiß gar nicht, ob das Ding noch Sternring heißt oder Sternschauer oder keine Ahnung, auf jeden Fall der Q. Versucht so viel wie möglich wirklich mit zu poken. Ne, das ging in Sustain Lane, das bringt ihm nicht wirklich viel. Klar, er kriegt selber auch Leben wieder, das ist ein ganz schöner Nebeneffekt. Da kann er es machen, aber er zwingt sich selber damit auch immer aggressiver zu stehen. Und wenn der Gank an so einen Punkt kommt und du aggressiv stehst, da kommst du als Soraka nicht raus. Du bist halt einfach immobil. Hast da keine Rückzugsmöglichkeit. Das war halt der große Fehler. Sei vorsichtig. War noch nicht Level 6. Bang hat aber wenig Mana. Geht ein Sweeper. Der kann froh sein, dass Gragas nicht in der Nähe ist. Aber ESC, wissen jetzt, wo der Jungler ist. Komplett richtige Antwort hier. Gehen sofort auf den Drachen. Naomi geht ja zur Hilfe. Loken bereit noch ein bisschen auf der Lane. Zu zweit sollte man eigentlich in der Lage sein, diesen Drachen zu bekommen. So mit Level 5 dafür einen Tower Dive auf den Trundle zu gehen, der einen Ruby Crystal gebaut hat, ist halt echt schon ein bisschen fahrlässig. Der Inferno Drake wird jetzt somit ganz, ganz sicher an ESC gehen. Das ist gut für sie. Schöner Start. Das sieht jetzt doch mal mit der Objective Control ein bisschen anders aus. Ich finde es sowieso ein bisschen komisch, dass Bangy so viel Druck auf die Toplane ausüben möchte. Funnel ist jetzt nicht unbedingt ein Champion, den du als Irelia sehr, sehr gut snowballen kannst. Sondern eher ein Champion, der lange, auch wenn er hinten liegt, noch gegen Irelia standhalten kann. Und trotzdem safe farmen kann. Gerade wenn du in der Wave kämpfst, dann kriegt Funnel ja noch Unmengen an Leben zurück, wenn diese Minions nebenbei sterben. Damit machst du halt als Bengi den Fehler und lässt den Drachen offen. Aber ESC, die sehen das halt. Und gehen sofort dort in Richtung Drache. Damit diesmal für sie die Inferno Drake. Drehen sie den ganzen Spieß um. Ah, Bengi, der wird jetzt so ein bisschen seine Chance. Tampt auch wieder nicht mit der Läuterung dabei. Der hat aber auch wirklich eine absolute Abneigung dagegen. Läuterung mag der überhaupt nicht. Ob da jetzt ein Twisted Fate oder allgemein heute. Läuterung wird gerade so underrated, finde ich. Gegen den Ash nicht mitgenommen. Gegen den Sandra, okay, da haben wir sie heute gesehen. Gegen Twisted Fate keine Läuterung mitgenommen. Ich meine auch hier gegen den Cocoon von Bengi und gegen den Snare von Faker. Ich meine, okay, in dem Matchup kann ich sogar noch verstehen. Das ist vielleicht nicht ganz vonnöten. Wenn du mit dem Ghost von Faker wegkommst und er dich dort quasi nicht fesseln kann, dann wirst du wahrscheinlich auch die Kuh nicht abbekommen. Aber ist der Ghost wirklich so viel Mehrwert für dich?
Teleportation, da gehe ich auf jeden Fall vollkommen mit darauf ein, ist nicht so viel wert für Tam. Denn wenn du als Varus irgendwie in die Backline reinportest, sondern mitten in den Teamfight, wirst du sofort fokussiert werden. Du bist damit nach dem Teleport out of position. Aber jedem das seine. Ist natürlich auch immer so eine teamtechnische Frage. Wie gesagt, bei Faker habe ich ja auch so ein, zum einen kritisiert, aber zum einen ist es halt auch so gesehen halt nicht verkehrt. Und du sagst halt so ein bisschen, ja, okay, ich nehme die Kills auf der Lane eventuell entgegen und gehe dafür später für die globale Pressure. Für die Plays quasi, die du mit dem TP machen kannst. Ist halt fraglich, ob es sich denn mal lohnt, so ein, zwei Kills dafür abzugehen und dafür später einen Teleport-Vorteil zu haben. Im Endeffekt, wenn du jetzt mal stirbst auf der Lane, ist ein Teleport natürlich auch dahingehend gut für dich, dass du weniger verlierst. Aber mit Erläuterung bist du halt einfach 100%ig safe. Da wirst du in diesem Matchup niemals sterben, nicht als Karma. Zumindest nicht, wenn die Skill-Level beide ungefähr gleich auf sind. Ich meine, klar, wenn jetzt da ein Silberling steht gegen den Challenger-Boy, dann würde er auch zerfetzt werden. Auch wenn er die Läuterung dabei hat. Allerdings ist ja hier zumindest annähernd gleiches Skill-Niveau gegeben. Ein paar Unterschiede gibt es immer, auch in den unterschiedlichen Champions. Ist aber auch okay so. Haben wir gerade gesehen, der Crazy wurde gestunt und hat instant sein Q benutzt. Kurz bevor er durchkam, dadurch, dass die Irelia halt die Animation hat für den Stun. Die Animation ist auch gar nicht so wichtig für dich bei Irelia. Aber bei Irelia ist immer ganz wichtig, dass du den Sound hörst. Wenn der Sound kommt, ist das für dich genau eigentlich immer ein Zeichen, jetzt Q drücken. Um dann noch den Damage auf einer Seite zu reduzieren und selber noch mehr Schaden rauszubekommen. Deshalb auch der Sound bei League of Legends gar nicht so unwichtig. Viele Sachen kann man auch raushören. Wieso spawnen derzeit so viele Fire Drakes und dann auch noch so auf drei hintereinander? Kann ich dir nicht sagen. Wie gesagt, ich finde das mit den Drachen auch relativ merkwürdig. Ich bin immer noch der Meinung, in Korea sitzt da irgendwo jemand, der nennt sich dann Dragon Lord oder so. Der sitzt an so einem Vier-Knöpfchen-Pult und drückt halt einfach mal auf die Knöpfchen für die Drachen, die spawnen sollen. Manchmal denkt er sich dann halt einfach so, machen wir uns einen Witz draus. Heute mal drei Infernal Drakes, morgen sind es einfach sechs Cloud Drakes. Nein, keine Ahnung, es ist ja theoretisch komplett zufällig. Aber ich finde es wirklich sehr einseitig, wie die Drachen dort immer spawnen. Aber der Zufall, der ist halt hier vorherrschend. Na, Duke, der hat hier kein Problem, die Minions auch unterm Turm zu bekommen. Oh, der ist ja festgekeilt. Der kommt da nicht raus. Wo soll er hin? Der hat die Minions doch. Mit den Minions ist es als Guerilla immer noch ganz gut möglich, da zu entfliehen. Da geht man rauf. Ghost von Tam gezündet. Der weiß, was ihn erwartet. Schön gedodged hier. Aber Bangy tut selbiges. Geht einfach ins Repel rein. Will dort nicht den Fall kassieren. Der Ghost hat eigentlich nicht so viel Cooldown. Aber im Endeffekt haben ja Bangy und Faker nichts dafür aufwenden müssen. Crazy gut aggressiv unterwegs. Kann sein Veda über die komplette Zeitlänge ausnutzen. Ist auch wichtig für ihn. Er ist im Farm auch schon 13 vorne jetzt. Duke macht hier gut Druck auf der Lane. Wandel entscheidet sich da aber auch für eine sehr defensive Variante. Du hast dir so zuerst das maximale Leben geholt und jetzt gehst du in Richtung Longswords. Tiamat ist halt super wichtig für ihn. Hat noch seine Ultimate. Wird auch sofort auf Duke verwendet. Oh, geht nicht für den Dive. Schön geflasht. Teleport war halt ein bisschen scary. Wird jetzt abgebrochen. Ich meine, zu zweit diesen Dive durchzuziehen, wäre halt grob fahrlässig. Aber mit dem Teleport ist vollkommen richtig, dass Crazy weggeht. Hat jetzt keine Ultimate mehr. Oh, ohne Ultimate kann er doch nicht da bleiben. Also ohne Ultimate, mit Ultimate kann ich es verstehen. Da gibt halt Duke die Ultimate, kriegt halt noch ein paar Stats dazu, kriegt auch jede Menge Leben dazu, dann kann er nicht gedived werden. Aber wenn er sie nicht mehr hat, muss er den Tower da verlassen. Man kriegt halt dafür als Ausgleich unten den Drachen und den Botlane-Turm. Das ist halt vollkommen okay. Aber sterben muss er da eigentlich nicht, weil den Turm kann er so oder so nicht verteidigen. Es war halt ein bisschen greedy, da für den Farm zu bleiben. Im Endeffekt stirbt er halt. Und jetzt kann er auch bloß zu sehen, wie der Farm da weggeht. Teleportation auch nicht zur Verfügung. Der Drache, den gibt es aber trotzdem als kleinen Trostpreis oben drauf. Ist halt genau das gleiche wie vorhin. Bangy zeigt sich sehr, sehr lange Toplane. Und an der Stelle geht man natürlich sofort in Richtung Drache. Und das ist ein Punkt, der für ESC noch sehr, sehr wichtig werden kann in dem Game. Das war jetzt der zweite Drache. Wenn die auch den dritten bekommen und eventuell noch einen vierten, dann wird das halt richtig, richtig gefährlich. Und auch der Erddrache, der trägt ja dazu bei, dass weitere Drachen später sehr, sehr schnell genommen werden können.
Man hat jetzt quasi 10% extra Schaden gegen epische Monster und gegen die Türme. Oder allgemein gegen Structures, glaube ich. Ich glaube auch gegen die Fountain. Beziehungsweise gegen den Kern und gegen die Inhibitoren hast du, glaube ich, auch extra Schaden. Oh, ist kein Problem. Loken, er pusht einfach die Wave weg. Das stört ihn überhaupt nicht. Hat aber auch erst seine Sense über fertig. Auf der anderen Seite hat man die Mana-Mode voll ausgebaut. Das bin ich jetzt nicht unbedingt ein Fan von. Ich finde immer ganz gut, wenn man den Frostgeborenen, den Eisgeborenen hat, Entschuldigung, noch dazwischen baut. Wenn ihn zum einen Mana gibt und viel, viel mehr Poke-Pressure für die Botlane. Die Mana-Mode als solches ist da nicht wirklich viel wert momentan für Astral. Und der Träne, die deckt sich ja quasi nebenbei auch voll. Die Träne, die brauchst du auf jeden Fall als erstes bei Astral. Ohne Frage. Ich bin noch nicht so ein Fan davon, die gleich komplett auszubauen. Sie ist natürlich mit dem Sense Weaver jetzt schon gut in der Lage, diese Wellen da einfach wegzukrieren. Aber keine Chance. Das ist, als ob du irgendwie Zucker und Feuer wirfst oder Feuer legst. Dann kriegst du schön Karamell. Sie kriegt halt in dem Fall Gold. Ah, Tam muss aufpassen. Die Welle kommt. Man kriegt Faker ohne Probleme. Wird doch extra aus dem Barrel nicht perfekt. Das rettet ihn doch fast. Aber die Bubble, die macht das Ganze nochmal wieder wett. Und damit kriegt man den Kill hier auf ihn. Tja, hätte man Leute umgehabt. Ist aber okay. Wir nehmen das jetzt einfach mal als kalkulierten Tod hin. Dass man einfach sagt, ja, Leute nehmen wir nicht mit, wir nehmen Teleport mit, gehen einfach für den Teleport-Vorteil. Ist okay. Mal gucken, wie viel es bringen würde im Endeffekt. Aber hier, schön gemacht. Ultimate Trift von Tam, damit kann Faker dann nicht rauskommen. Blast kommt dazu. Ah, mit seinem Barrel hat das fast noch schlecht gemacht, aber die Bubble war halt astrein hier noch rausgecastet. Die Bubble war halt echt godlike. Hat Bless sich, glaube ich, auch so ein bisschen verschätzt. Er hat gedacht, der fliegt in uns rein, der stirbt sofort. Aber die Schilder von Karma, die sind halt da. Und die machen nicht so kleine Werte, sondern die schilden für ziemlich große Werte mittlerweile. Der Kelch ist ja auch schon am Start. Da muss man da vorsichtig sein und sollte sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, wohin man den da katapultiert. In Richtung eigene Basis ist sowieso mal nicht so die gute Idee, wenn der Turm noch steht. Bang gekriegt hier einmal den Raptor. Hab aber den Buff nicht bekommen. Das Gold jedoch schon. Das waren 67 Gold. Wenn du da 3-4 Camps mal von einem Jungler streitig machen kannst, dann fehlt ihm schon ordentlich was. Jungler sind ja eh schon Champions, die nicht so vom Gold aktiv sind. Oh, Faker, die Bubble ist draußen. Das wird schwierig für ihn. SV Ultimate kommt. Von unten kommt jetzt auch Loken. Da bist du in der Situation, da willst du eigentlich nicht sein. Loken kriegt den Kill. Keine Chance da rauszukommen. Ja, so viel zu Faker. Tod Nummer 2. Ich weiß auch gar nicht, wie er da hingekommen ist. Er ist ja dahin gelaufen. Die Frage ist, was hat er da zu suchen gehabt? Teleport hat er noch. Kann dementsprechend schnell noch zu einem Turm dazukommen, falls er jetzt ein Bedrängnis gerät. Mit einem Botlane-Turm hat man ja schon verloren. Jam, der kann da rausflashen, wird das Ganze auch überleben. Die Welle, die kommt. Oh, schöne Kombination! Einfach in die Welle wieder reingehauen. Wundervolles Barrel. Die Kombinationen, die flutschen ja hier einfach bloß bei ESC. 4:1 jetzt für sie, eben auch Duke Fix mal gecatcht, als ob es nichts wäre. Die spielen das echt nicht schlecht. ESC steht heute in einem richtig, richtig guten Licht da. Man mag es kaum glauben. Hier sehen wir es nochmal. Den Flash habe ich halt echt nicht verstanden von Duke. Keine Ahnung, was er mit den Flash machen wollte. Und jetzt das Barrel, schön die Welle rein unterm Turm. Jetzt der Pillar noch dazu. Keine Chance von Duke da rauszukommen. Das war halt astrein im Team gespielt. So muss man Ultimates kombinieren. Das sieht auch wunderschön aus. Sahniges Gameplay. Ich frage mich auch mal, was wollte Duke da flashen? Wollte er seinen eigenen Q flashen? Das wäre natürlich eine Möglichkeit, aber ich weiß gar nicht, ob das bei Irida geht. Dass du quasi, während du in der Q-Animation bist, Flash, da gehen ja den Schaden nicht bekommen, damit du ihn danach halt stunnen kannst, anstatt zu slowen. Weil wenn du Schaden an ihm verursachst, dann kannst du ihn danach bloß noch slowen mit dem E. Kann halt sein, dass er den Q eventuell canceln wollte, aber der Schaden, der kam halt trotzdem durch und ist danach geflasht und damit war halt für Jammed easy da rauszukommen. Das ist halt das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wozu er den Flash dort nehmen wollte. Ah,
Blaze muss ein bisschen aufpassen. Snare kommt nicht durch. Damit für ihn hier keine Gefahr gegeben. Und in Türmen ist man immer noch ein vorne. Jetzt hier auch, was das Gold angeht, insgesamt vorne. Die Farmwerte sind diesmal auch viel, viel ausgeglichener. In dem Game müssen sie nicht ganz so sehr zurückstecken. Das wird sich auch widerspiegeln. Die Drachen auch auf ihrer Seite. Der nächste Drache braucht nicht mehr lange. 20 Sekunden etwa noch. Der Nasher auch nicht mehr so fern weg. Und vor Minute 20 drei Drachen zu haben für ein Team ist echt schon eine gute Leistung. Wecker ist noch auf der Botlane unterwegs. Hat immer noch seinen Teleport. Den hat er bisher auch überhaupt noch nicht benutzen können. Der Wettbewerb, wer kann den Pinkboard schneller clearen? Ja, Kufun hat dich getroffen. Der Schaden von Faker wird auch nicht ausreichen. Jetzt muss man vorsichtig sein. Barrel, Faker ist da unten wieder separiert. Die Wave, die kommt noch nicht. Teleport ist unterwegs. Trundle braucht noch ein bisschen. Man kann das Ganze aber erstmal wieder disengagen. Jetzt kriegt man ein bisschen Schaden ab. Jetzt kommt die Welle. Schön getroffen. Alle Pits. Juke wurde von der Bubble erwischt. Wurf kommt jetzt hinten rein. Das ist super Lowlight. Da kommt aber ein Trundle. Pillar, der steht jetzt. Slowt ihn ein bisschen. Man versucht sofort Wolf rauszunehmen. Crazy geht jetzt aber super low. Ist alleine gegen fünf Mann. Hat nicht ganz geklappt. Jetzt Wolf nur mit einem Leben dort oben am Rumgammeln. Kann nicht wirklich mehr hochheilen. Aber für ESC sieht das Ganze nicht besser aus. Bisher ist auch kein Kill gefallen. Man entschärft das Ganze ein bisschen. ESC ist aber immer noch in Drake-Reichweite. Faker-Teleport sollte man jetzt hier aber nicht unterschätzen. Ist halt wieder ein Erddrache. Könnte das Potenzial in Richtung Nasher, gerade für ESC natürlich, enorm steigern. Ich glaube, der Pillar war ihm einfach nicht gut gesetzt. Hätte Trundle einfach den Pillar nur vor Soraka geklatscht und hätte nach hinten weggekitet, hätte man Soraka, glaube ich, ohne Probleme rausnehmen können. Damit den Teamfight auch gewinnen können. Der Pillar, der war halt gedacht, um alle so ein bisschen aufzuhalten. Aber ich glaube, wenn sich da Trundle einfach ein bisschen mehr fokussiert auf ein einzelnes Ziel, kann er da viel mehr fürs Team rausholen. Vor allen Dingen sollte er danach nicht durch die Gegner durchlaufen, sondern einfach backhalten das Ganze und nur die Soraka da in Bedrängnis bringen. Ist jetzt unterwegs in Richtung Drache. Aber es geht jetzt nicht weit. Den Drake kann man auf jeden Fall contesten, wenn man möchte, heißt das. Aber sie lassen jetzt ab. Benge, der geht in den Jungle, damit ist klar. Dritter Drache, der wird hier an ESC gehen. SV Ultimate könnte eventuell versuchen, den zu stealen, aber ist noch auf Cooldown. Der ist sicher. Zack, der wird wieder gesmited. Dritter Drache nun für sie. 20% mehr absoluten Schaden gegen Gebäude und epische Monster. Das ist natürlich für die Nasher ein sehr, sehr relevanter Faktor. Wenn es Sivir und Varus später an diesen Nasher rankommen, die holzen ihn so schnell klein. Oh, schön. Wolf ist der Erste, der vorne drin ist. Der Platz komplett. Baggy muss mit seinem Repeller und rauskommen. Varus Ultimate hält ihn aber auf. Ohne Probleme gecatcht. Der Nasher jetzt natürlich eine Gefahr. Baggy und Support sind weg. Aber was tut denn Wolf auch? Das war gefühlt der 10. Facecheck heute von ihm. Als Soraka. Junge. Der hat kein Flash, der hat kein Exhaust. Und der geht einfach im gegnerischen Jungle vor den Busch. Was erwartet er denn, was passieren soll? Sivir Ultimate jetzt hier gezogen. Man versucht das Ganze so ein bisschen gefährlicher für Gegner zu gestalten. Schönes Ultimate. Team muss da hinten aufpassen. Wird jetzt rausgenommen. Smite. Fade Smite. Sivir kriegt ihn aber gerade so. Mit dem Kill jetzt noch auf Irelia. Bang. Will ja noch ein bisschen Stress machen. Man versucht das Ganze zu disengagen. Oh, das wird gefährlich. Ja, Crazy opfert sich. Will Faker da nicht hinterherkommen lassen. Zwei Kills abgegeben. Nash aber bekommen. Und Duke noch mitgenommen. Aber Smite. Holy moly. Also wenn ich dich da nicht verguckt habe, dann waren das gerade 25 Leben oder was der Nasher da noch hatte. Lass da mal ein Auto-Tag von Irelia raufgehen und das war's. Du hast halt keinen gegnerischen Jungle da. Es war halt nicht wirklich Druck da gerade auf Bless. Aber wir hatten es gerade nochmal gesehen. Face-Check von Soraka. Das ist halt echt eine Sache, die darfst du dir nicht leisten. Der SKT sieht gerade nicht gut aus. Es sind jetzt 4000 Gold insgesamt schon hinten. Nasher gegen sich, Drachen gegen sich. Das wird hart, da wieder zurückzukommen. Ich meine, es war eben optimal noch gemacht, zumindest von den drei Leuten, die Nasher verteidigen konnten. Bang hat mit seinem Ultimate so gut wie alle getroffen, eigentlich sogar alle getroffen hat. Und Duke hat es sofort geschafft, Nami rauszunehmen. Das ist für ihn wahrscheinlich der wichtigste Punkt, weil Nami wird ihn entweder sofort exhausten oder wird ihn halt, wenn er jemand anderen queued, sofort bubbeln. Und damit ist für ihn keinen Schadenspunkt mehr gegeben.
Meine Bruder fallen wir wieder. Jetzt natürlich den Speedpush das Ganze so ein bisschen auszunutzen. Vor allem über den Nashbuff natürlich dort auf die Botlane tragen. Wenn man in der Mitte pusht, eigentlich sollte er jetzt viermal auf die Toplane gehen, das wäre wesentlich sinnvoller. Crazy muss da immer noch Respekt vor Irelia haben. In der Mitte hat man jetzt die große Wave, versucht ihn ein bisschen auszunutzen. Aber man traut sich halt noch nicht so ganz ran an den Turm. So langsam fällt das Ding ein bisschen. Hälfte dem haben sie jetzt bekommen. Mit den Nashern sollten eigentlich mindestens die zwei Türme drin sein. Für SKT ist natürlich noch alles drin. Ist jetzt nicht so, weil sie hinten liegen, dass sie sofort das ganze Game verlieren müssen. Auch sie können natürlich auch noch eine Menge machen. Gerade Ezreal, der jetzt gut ins Game reinkommt, spielt er da ein sehr, sehr gutes Damage-Potenzial. Das wird auch noch dauern. Er geht jetzt wahrscheinlich in Richtung Klinge des gestürzten Königs. Wenn er die hat, glaube ich, dann kann es erstmal losgehen mit den Teamfights. Und Karma dann in der Lage ist, mit Irelia so eine Gefahr für die Carries zu erzeugen, dass die nicht mehr gut agieren können bei den Gegnern. Dann wird es gut aussehen für SKT, aber das ist noch ein weiter Weg. Man muss halt irgendwie diese großen Goldunterschiede erstmal überbrücken können. Der Nashor kann hier auf jeden Fall gerade nicht effizient genutzt werden. Nicht ein T2-Turm wird da geholt. Und eigentlich hat SKT nicht viel Wave-Clear zur Verfügung. Klar, die haben theoretisch eine Karma, die da mal ein Q reinhauen kann oder ein S-Wheel. Allerdings sind die Minions mit dem Nashor halt so resistent, dass die da nicht wirklich viel vermerken. Zumindest nicht von dem magischen Schaden. Und an der Stelle verstehe ich halt ehrlich gesagt nicht, warum man nicht versucht, einen Turm zumindest ordentlich einzupushen. Der Nashor ist zwar noch da, wird jetzt aber nicht mehr so lange halten. Er hält ja mal 3 Minuten insgesamt. Oh, jetzt sehen wir es auch. Nashor, der hält nicht mehr so lange. Ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass man jetzt innerhalb des Nashors noch einen T2-Turm mit reinnehmen kann. Jetzt sind wir auf dem Weg auf die Top-Lane. Aber eine Karma, die ist dazu safe aufgestellt. Die kriegst du nicht. Momentan ist Lugner halt auch echt fett. Das ist vom Farm her, ist er 30 vorne. Und steht halt selber 3-0-1. Bei der Killverteilung allgemein, das ist übel gut bei ESC. Fast das gesamte Gold ist auf beiden Carries verteilt. Wandel ist halt lediglich der Einzige, der in der Lane so ein bisschen hinterher ist. Steht halt selber 0-2, wenn Irelia 2-2 steht. Hat dann auch ein bisschen weniger Farm. Weil sollte jederzeit in der Lage sein, eigentlich dieses Potenzial, dass Irelia ihn tötet, zu disengagen. Er sollte trotzdem im 1v1 nicht sterben. Sagt sich zwar immer so einfach, sollte nicht. Das kann im Endeffekt trotzdem passieren. Aber wenn er es kontrolliert spielt, hat er genug Potenzial, auch so eine Irelia einfach zu disengagen. Mittlerweile auf Loken jetzt auch eine gute kritische Trefferchance waren. Er hat seine Sense-Flüger fertig. Hat sich dann für die Klinge der Unendlichkeit entschieden. Das Ganze kombiniert mit einer Fire Cannon. Fire Cannon ist eher so ein Bild, das du selten hast. Meistens hast du ja einen Statics oder halt einen Phantom Dancer. Ist aber gar nicht schlecht. Er kann weit stehen. Er hat immer diesen einen Auto-Attack, der halt Ultra-Range hat. Plus er kann das Ganze mit seinem Ricochet verbinden. Wenn da einmal so ein Auto-Attack in die Gegner reingeflogen kommt, unterm Turm, dann krittet das Ding halt auch ordentlich durch. Das ganze gegnerische Team. Vom Gedankengang durchaus nachvollziehbar. Faker muss ein bisschen aufpassen. Der Pillar, der steht. Verbindung wurde jetzt gelöst. Der vierte Drache. Der ging aber nebenbei noch so an ESC. Und das war der dritte Erddrache. Das heißt, der nächste Nashor, der kommt, der ist eine Bedrohung. Der kann so schnell gemacht werden von ESC. Und auch die Türme werden halt rasant fallen. Faker geht jetzt ja auch zurück. Der hat genug von dem Troll. Wird halt auch niemals Killpotenzial entwickeln können. Das ist jetzt auch so ein Punkt, wo Karma gerade immer weiter und immer weiter abfallen wird, zumindest was ihr Damage-Potenzial angeht. Ihren Utility-Faktor hat sie halt immer noch. Das heißt, sie kann schöne Schilder ins Team spammen und vor allem kann sie auch Movement-Speed verteilen. Das ist natürlich immer noch angenehm. Die Heilung darf man halt auch nicht vergessen. Der Cage, der hält auch gar nicht so wenig. Im Endeffekt Karma selber kann sich bloß alleine heilen, aber über diesen Cage der Harmonie kann sie ja auch über die Schilder noch die Heilung verteilen. Da ist ihr Team halt wirklich sehr, sehr sicher aufgestellt. Allgemein wird später das größte Problem von ESC sein, an Bang ranzukommen. Die Frage ist halt, ob Bang so einen Damage-Faktor darstellt, dass er halt gut was verrichten kann in den Teamfight.
Ansonsten killt man halt den Rest des Teams und danach kann Bang alleine auch nichts mehr machen. Aber ein Ezreal im Late Game ist auch ziemlich stark. Sollte man hier nicht unterschätzen. Hat jetzt auch seine Klinge des gestürzten Königs fertig gebaut. Hat sich auch für die Cooldown-Boot-Variante entschieden. Ist vollkommen okay. Du willst ja deinen Cooldown-Cap als Ezreal so schnell wie möglich erreichen. Das hat halt bei Ezreal wirklich doppelte Auswirkungen, ob du deine Cooldowns auf 40% hast oder nicht, beziehungsweise 45%. Das sagt sich der Cleanfeed auch. Denn zum einen kannst du ja natürlich der Base-Cooldown, der wird reduziert. Das ist klar, aber zum anderen wird auch der Cooldown ja von dem Q reduziert. Und wenn du mit dem Q triffst, wird der Cooldown nochmal von allen deinen anderen Spells reduziert. Das heißt, deine Cooldown-reduzierenden Cooldowns werden schneller vom Cooldown reduziert. So ungefähr kann man sich das Ganze vorstellen. Deshalb ist das immer doppelt effizient für ein Ezreal. Setzt natürlich auch voraus, dass er seine Qs treffen kann. Was sollte im Teamfight jetzt nicht so das Problem sein. Ah, SW Ultimate ist unterwegs, man hat keine Sicht auf den Nasher. Versucht mit dem SW Ultimate einfach mal kurz zu gucken, was denn da gerade Phase ist, ob man da dran ist, wo der Gegner gerade ist. Ob der Nasher eventuell schon dabei ist, gemacht zu werden. Weil bei drei Erddrachen, da musst du davon ausgehen, dass der jetzt irgendwann mal ein Problem werden wird. Crazy macht hier ein bisschen Druck. Duke ist momentan nicht in der Lage, einfach zum Team zu porten, weil er ein bisschen low-life ist. Dafür steht Crazy jetzt aber ohne Ultimate da. Ich störe das mittlerweile schon nicht mehr. Die Schadenswerte sind an sich von den Lies nicht schlecht, aber gegen Tanks ist es relativ wenig. Sie besitzen halt keine Magiedurchdringung. Aber gegen ganz normale Carries, die halt selber keine Magieresistenzen haben, sollte man den Schaden von einem Bang nicht unterschätzen. Gerade Champ muss aufpassen, wenn ihn ein Kokun trifft, hat er ein ganz, ganz großes Problem. Duke noch immer auf der Botlane unterwegs. Crazy könnte theoretisch einfach groupen. Man könnte diesen einen T1-Turm dort unten aufgeben. Könnte zumindest eine Teleportation von dem Gegner erzwingen. Indem man einfach sagt, jo komm, wir fangen schon mal mit dem Nasher an. Sobald Teleport von Duke kommt, gehen wir einfach weg vom Nasher. Und danach versuchst du einfach irgendwas. Oder versuchst du Bengi zu catchen. Der kommt mit dem Repair zu Ward dort. Pink Ward, das geht ganz gut. Muss aufpassen, stirbt hier. Das zweite Mal. Faker versucht ihm zu helfen. Im Bedrängnis. Da gibt's keinen Ausweg, Faker. Wird immer geslowt, der Pillar. Zack, Champflash hinterher. Auch da ein Kill vorhanden, das wird definitiv der zweite Nash jetzt sein. Da gibt es kein Wenn und Aber, der wird wieder an ESC gehen. Die haben so lange gewartet, bis sie einen Fehler bei SKT finden. Und jetzt haben sie ihn gefunden, der Jungler ist weg. Ohne Jungler kein Smite, ohne Smite kein Nasher. Da kann man den wirklich ganz, ganz sicher abholen. Und wieder Bangi. Der wurde halt auch vorhin schon direkt vor dem Nasher gecatcht. Und hat ihn quasi freiwillig abgegeben. Also so freiwillig war es nicht, im Endeffekt war es unfreiwillig. Was darf ihm nicht passieren? Es ist so lange rumgelungert. Jetzt zieht er sich einmal zu Pink Ward, versucht da rauszukommen, weil die Crits von Loken, ne, die sind einfach viel zu stark. Faker versucht ihm einmal kurz zu helfen und muss im Endeffekt dafür sterben, dass Bangi out of position war. Faker wollte eigentlich das Beste für ihn. Der Nasher, den kann man natürlich nicht verhindern. Da braucht auch kein Duke hinterher porten. Teleportation hätte da null Impact gehabt. Und jetzt spätestens müssen die T2-Turme fällen. Die müssen jetzt einfach umkippen, wie die fliegen. Loken hat schon solche Schadenswerte mittlerweile, den stört gar nichts mehr. Ja, sieht das durchs ganze Team durch. Ist halt auch so der Frage. Ne? Wer will gerade Loken tanken? Wer will Loken gerade tanken? Du hast halt niemanden, der wirklich Rüstungswerte hat. Klar, Irelia, die kann das ein Weilchen aushalten. Aber diesmal sicher auch die erste, die ja ins Kreuzfeuer gerät. Blast, der wird auch zusehen, dass er Irelia immer runterhalten kann von Loken. Und an der Stelle würde er einfach dein gesamtes Team zerstören. Der kann das alleine gerade carryen. Hat sich mittlerweile auch noch seiner Rüstungsdurchdringung gegönnt. Das ist auch da, ist Dukes Rüstung jetzt nicht mehr so viel wert. Schöner Faktor ist halt immer noch, dass das Randuins noch 10% flat von diesen kritischen Treffern reduziert. Aber wir sehen es. Mit dem Erddrachen, da fallen die Türme einfach übel schnell. Die Objectives, die werden diesmal überhaupt nicht von SKT kontrolliert, sondern die Objectives, die werden diesmal komplett von ESC kontrolliert. Ah, Sparrow, das wurde einmal geworfen, ging einmal daneben. Guck mal, Crazy, der war kurz am Turm dran. Der Turm hat bloß noch ein Drittel Leben. Ja, das Kragas Barrel fehlt noch, da muss man ein bisschen aufpassen. Jetzt kommen wir kurz an Turm ran und die Schadenswerte.
Zählt der R3 eigentlich auf den Minions? Ich glaube nicht. Blank hier nochmal vom Varus Ultimate getroffen. Musste aufpassen, aber die Gragas Ultimate ist nicht da. Crazy, der knüppelt währenddessen ganz in Ruhe da oben auf dem Turm rum und kriegt ihn auch. Das heißt, dieser mittlere Inhibitor, den sollte man sich jetzt for free holen können. Aber ich denke, mit dem Nasher kriegst du auch den Botlane-Turm da unten noch. Blank kriegt ja eine Bumerang-Klinge ab. Das ist halt Schaden. Holy. Jetzt kommt man in den Turm ran, den würde man jetzt einfach mal rein. Zack, da ist er weg und jetzt geht man rauf. Der erste Inhibitor, der soll es hier werden. ESC nicht zu bremsen. Bang, benutzt seine Ultimate. Reicht aber nicht, um die Gegner zurückdrängen zu können. Der Inhibitor ist schon ziemlich low. Logan kriegt nochmal einiges wieder. Mikaels und Heal müssen da genutzt werden. Bang sollte man nicht unterschätzen. Und man kann den Inhibitor noch verteidigen. SK-Team machen das gut. Die holen gerade raus, was rauszuholen geht. Mit 11.000 Gold Rückstand gegen den Nasher und gegen die ganzen Drachen. Da kannst du dich glücklich schätzen, wenn du diese Inhibitoren noch verteidigen kannst. Der fünfte Drache folgt zugleich. Außerhalb der Basis können sie jetzt natürlich bis schlecht teamfighten. Innerhalb der Basis hast du den Vorteil, dass du zum einen natürlich Türme hast. Und zum anderen kann sich immer mal einer zurückziehen zum Heilen und wieder in den Fighter dazukommen. Und jetzt hier um so einen Drachen kämpfst, ist das natürlich nicht gegeben. Damit jetzt 6 Minuten, so bei Minute 40 ungefähr, will der Elderdrache kommen. Und das wird natürlich ein ganz, ganz Spitzenpunkt, wenn das Game bis dahin überhaupt noch geht. Wenn der nächste Nasher und der Elder Drake da sind, da muss SKT zusehen, dass sie halt irgendwie irgendwas machen können. Bis dahin können sie jetzt auch passiv farmen und sich ein bisschen mehr Game reinbringen. Aber spätestens ab dem nächsten Nasher und dem Elder Drachen ist der Schluss. Oh, Loken geht ja immer Gefahr, gecasht zu werden, kann sich aber sofort mit dem QSS befreien. Blast, der ist auch da. Also ja, auch ohne Flash, ohne Heal ist er dort sicher. Dann pusht die Mitte noch ein bisschen rein. Die Inhibitoren, die stehen halt noch. Man hat, glaube ich, auch so leichte Bedenken, gerade dort an Bang vorbeizukommen. Man hat auch eben gesehen, der Schaden von Bang gegen Loken war halt echt extrem. Und das, obwohl Bang noch Level 15 ist. Loken ist halt schon Level 18. Trotzdem ist er ihm da mitten im Teamfight gefährlich geworden. Dann geht man Richtung Duke. Der stand natürlich sofort crazy. Versucht jetzt da in die andere Richtung rauszukommen. Er ist halt abgeschnitten gerade von seiner Basis. Oh, Duke, du weißt doch, was kommen wird. Zieh dich doch mal zurück. Jetzt lauf doch. Lauf, Junge. Lauf. Die Welle kommt. In Disengage da hinten alle. 4 Mann getroffen. Duke muss jetzt in die GA gehen. Baggy kann sich bloß zurückziehen. Die müssen Duke aufgeben. Und zu viert können sie dort diese Inhibitoren ganz, ganz sicher nicht verteidigen. Duke hat nur eine Wahl. Entweder der erste Pillar, der kommt, muss er sofort in die Basis laufen. Da hat er es auch geschafft. Oder aber er läuft halt nach dem zweiten Pillar, als er wusste, dass die Gegner kommen, einfach in entgegengesetzte Richtung. Gewinnt halt Zeit und die Gegner werden halt weggerissen. Beziehungsweise sein eigenes Team kann von hinten poken. Und wenn eventuell das gegnerische Team turnt, kannst du in die Flanke reinbrechen. Aber so wie er es gemacht hat, einfach 1v1 dort gegen Trundle zu gehen, das geht nicht. Das funktioniert nicht. Nicht gegen ESC, das in deinem Jungle unterwegs ist. Da muss er einfach mit rechnen. Er hat jetzt quasi gerade beide Inhibitoren weggeschmissen. Und die werden auch nicht wieder da sein, bis der Nasher kommt. Der Nasher wird hier komplett ungecontested genommen werden von ESC. Mit 3 von den Erddrachen, einem Infernal Drake und 2 Inhibitoren, die du hast. Da solltest du halt den Nasher nicht verlieren. Die Pinkboard, die hat man noch gefunden, nimmt man noch mit. Sie warten jetzt einfach die Nasher ab. Sie können theoretisch die Toplane noch ein bisschen reinpushen. Denn immerhin haben sie noch 40 Sekunden. Einfach bloß 40 Sekunden abwarten, bringt ihr nicht viel. Die Sicht, die nehmen sie dem Gegner hier schon mal vollkommen richtig so. Bereiten das Ganze vor. Und mit dem Nasher und eventuell auch mit dem Elder Drake. Aber ich glaube, bis zum Elder Drake werden sie nicht mehr warten. Sollte es eigentlich ein leichtes sein, den letzten Toplane-Turm einzureißen. Haben wir eben schon gesehen, mit 3 Erddrachen, wie schnell du solche Objectives dort einfach nehmen kannst. 20 Sekunden jetzt noch bis zum Nasher. 858er Crits von den Ricochets. Holy. Oh, da geht man einmal aggressiv auf Bang drauf. Er kassiert aber ganz schön. Der wird hier fast im 1v1 genommen. Jetzt kommt die Heilung von Soraka. Crazy, der lässt sich trotzdem gar nicht beirren. Er geht immer weiter. Holy, da muss Bang ja richtig aufpassen.
musste dort alle seine Sums ziehen, um das zu überleben. Plus noch Exhaust von Soraka, während Crazy lediglich seinen Flash benutzt hat. Und die sind zu dritt da dran. Das Ding ist, das kippt einfach so schnell um. Keine Chance, um was zu machen. Hier kommt auch nochmal die Welle. So, jetzt einfach ab auf die Top-Lane. Ein anderes Ziel habt ihr gar nicht mehr. Schöne Nasher-Gold nochmal vershoppt. Warten, bis die Cooldowns da sind und dann einfach auf den letzten Turm rauf. Ich denke auch, dass sie so ohne Probleme Tower-Diven können. Mit Blaze und mit Crazy sollte das überhaupt kein Problem sein. Die sind so tanky mittlerweile. Die Ace haben sie auch noch mit dazu. Das heißt, selbst wenn sie sterben, sterben sie nicht wirklich. Die Ace und Blaze, den kannst du kaum erkennen. Oh, der Blaze hat auch gar keinen. Nur Strundle hat einen. Nur Crazy hat ihn. Er kommt da, aber den sieht man zumindest. Da wird schon mal der Pillar gesetzt. Und sie kommen nicht mal richtig an den Turm ran. Der verliert allein über das Kanonen-Minion schon Schaden. Hitpoint um Hitpoint. Und währenddessen gehen halt die Super-Vasallen schon an die Tower ran. Da muss man halt sofort drin das Ganze verteidigen. Wenn die nächste Wave jetzt kommt, geht man einfach und überrennt den Turm. Da muss jetzt der Engage kommen. Zack. Jetzt geht man einfach rauf. 1, 2, 3. Weg ist der Turm. Bang, die wird gleich auch mitten mitgenommen. Jetzt überrennt man einfach SKT. Faker. Der kann sich da bloß ein bisschen gegen Crazy werden. Den juckt das aber relativ wenig. Stellt nochmal einen Pillar auf. Da kommt man nicht vorbei. Und jetzt geht man auf den letzten Turm. Zack, der erste Turm. Da geht man nochmal rein. Duke versucht sein Bestes. Kommt jetzt bloß noch da ganz, ganz knapp raus. Ja, er schafft es zumindest noch. Die KDA kann gewahrt werden. Die Türme, die werden fallen. Der Kern wird angegangen. 2 zu 1. SKT verliert dieses Spiel an diesem Punkt. Und damit auch das Best of 3, dass sie hergehen müssen. Da muss ich sagen, ESC, die haben heute wieder wunderbar gespielt. Haben dort alles ausgenutzt, was ihnen zur Verfügung stand. Und gehen im Endeffekt auch als Sieger nach Hause. Die können sich riesig freuen. Haben in letzter Zeit...